Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Und ja, die große Schlacht steht uns erst noch bevor. Wir sind mit unseren Flotten hier hinten, ich würde schon sagen, fast gefangen. Und wir müssen mal gucken, wo sich die Kung Lun jetzt eingefunden hat. Und sie ist tatsächlich hier. Ich würde die Kung Lun tatsächlich mal doch wieder hier hinschicken. Aber wir lassen sie dieses Mal im Terminal Egress System. Die erste Flotte ist hier, ist im Bau begriffen. Und da müssen wir tatsächlich im Flottenmanager auch die letzte Verstärkung noch holen. Die muss noch gebaut werden. Das sind nämlich Kreuzer der Toulon-Klasse. Die müssen noch fertig gebaut werden. Und die werden alle parallel gebaut. Die sind also in ein paar Tagen fertig. Und dann ist auch die Flotte bei der vollen Kampfstärke. Sehr schön. Ein Beschluss wurde abgelehnt. Senat, Ratsgröße ändern. Nein, das wird selbstverständlich nicht geändert. Sehr schön. So, wir sind jetzt hier und es sind Schiffe im Zulauf. Für die dritte, vierte, sechste Flotte. Die sind in ein paar Tagen hier. Dann würde ich sagen, dann warten wir noch so lange. Und dann werden wir in das nächste System springen und uns Lombidos holen, hier unten. Dort sind zwei Defense-Fleets drin, die sollten aber tatsächlich kein großes Problem sein. Ansonsten haben wir mittlerweile alle Petrol-Fleets vernichtet. Das heißt, es sind tatsächlich nur noch die Flotten, die hier sind. Und ja, ich bin gespannt, gerade bei der Station hier. Wir sind hier auch bei einer Raumstationenstärke von 122.000. Die Naniten Factory, die kommt noch dazu. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall unsere Föderationsflotte mit reinnehmen, wenn die fertig ist. Ich glaube nicht, dass wir das sonst tatsächlich schaffen. So, und da wir keine Petrol Fleets mehr haben, werden wir mit unserer Transportflotte weitermachen und hier Armeen landen. Und jedes System, wo wir bereits Armeen gelandet haben, dort werden wir etwas weiter aufbauen. Unsere Adriatic ist jetzt ebenfalls bereits hier. Und die Kung Lun ist hier. Das heißt, wir werden uns hier mal das Ganze annehmen. So. Die Kung Lun baut hier die Sachen auf. Hier ist die Föderationsflotte. Das passt. Wo ist die Baustation? Die Kung Lun ist hier. Und sie wird sich neben die Station, hinter die Station stellen. Hier sind wir hier bauen wir gerade Verteidigungsplattform und rüsten die Station weiter auf. Ich denke, das werden wir mal etwas nach oben schieben. Ah, super, wir müssen jeden einzelnen hochklicken. Ah, ist das nicht angenehm? Was wäre es nicht für ein tolles Spiel, gäbe es nicht Drag and Drop? So. Ja, das werden wir auf jeden Fall schon mal bauen. Und dann sind wir hier soweit fertig. Und ich hoffe einfach darauf, dass mein Plan aufgeht und die Defense Fleets sich tatsächlich nicht aus dem Sternsystem rausbewegen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein Forschungsschiff, was dieses System hier erkunden wird. Das ist bereits erforscht, das auch. Das auch. Hier hinten ist ebenfalls unerforscht. Das ist auch vollständig erforscht und die beiden ebenfalls nicht. Okay, eine Menge zu tun. Und hier sind jetzt Verstärkungen im Transit, wenn ich das richtig sehe. Da warten wir nochmal kurz ab. Wie sieht es mit dem Bau aus? Hier wird ein Schlachtschiff für die Föderationsflotten gebaut. Dann sind die Schiffe jetzt eigentlich, oder die Flotten jetzt eigentlich vollständig. Schaden an Energiewaffen, dann würde ich sagen, Flash-Kühlmittel. Dann werden wir die Feuerrate noch erhöhen
und mit unseren Flotten jetzt in Lombidius springen und die nächsten Defense Fleets zerstören. Construction completed. So, das war die Schlacht und die sind echt alle wieder geflüchtet. Ich fass es nicht. Unglaublich. Die Frage ist, wo sind die jetzt hingeflüchtet? Hier hinten ist keiner. Da ist keiner. 2, 4, 6, hier sind es auch nur 7. Irgendwann tauchen die wieder auf, da bin ich mir sicher. So, dann können wir eigentlich auch direkt das nächste Konstruktionsschiff nach hier schicken. Ja, genau, das System zerfällt zu Staub. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Ich lese das mal tatsächlich jetzt nicht alles vor. Hier gibt es auch einen. Dort werden wir auch unsere Armeen landen. Und wie sieht es hier aus? Auch hier gibt es noch zwei Planeten. Um die werden wir uns dann auch noch kümmern. Okay, sehr schön. Die Flotten ziehen wir dann wieder hierhin zurück. Und wenn wir das geschafft haben, holen wir sie nach dort. Und dann werden wir ins Ziv-System springen und sie hier wegbomben und dann hier wegbomben. Und wenn wir das geschafft haben, sammeln wir die Föderationsflotte ebenfalls hier. Und dann werden wir mit der gesammelten Macht der Menschen und der Föderationsflotte, die ja dann mittlerweile auch bei, ja, tatsächlich gar nicht, einer gar nicht unwesentlichen Kampfkraft auftaucht, uns zurückmelden. Und ich vermute, das wird hier hinten, genau. Das wird hier hinten genauso laufen. Genau. Dann werden wir unsere Schiffe auch hier hinziehen und hier direkt die Armeen landen. Und hier befinden sich jetzt noch Verstärkungen. Und die erste Flotte hier, da gibt es noch einen Titan. Das ist die zweite Föderationsflotte. Sehr schön. Das eine Schiffchen, ja, das kann hier zur Verteidigung bleiben. Das sind wahrscheinlich wieder, ja, Miranda-Klasse. Die wissen wahrscheinlich nicht, wo sie hingehören. Die Fast Fleet vermisst ein paar Schiffe. Dann können die beiden doch eigentlich zusammengeführt werden. Ja, auch er zerfällt wieder zu Staub. Das ist echt eigenartig. Aber die haben sich halt alles aus ihren Naniten zusammengebaut. Ne? Also da gibt es keine Gebäude oder sowas. Aber das ist kein Problem. Wir fliegen weiter, denn auch hier haben wir wieder ein paar Sternsysteme. Sehr schön. Dann werden wir hier auch direkt die Sternbasis bauen. Wie sieht es bei dir aus? Erst bei einer Bergbaustation. Das können wir dann ja alles nacheinander machen. Das ist ja kein Problem. So, jetzt lassen wir das Ganze erstmal zusammen. Hier gibt es einen Kreuzer der Nebula-Klasse. Vermisst hier irgendeiner ein Schiff? Wie sieht es hier aus? Kreuzer der Nebula-Klasse. Dann würde ich doch sagen, du und du. Ihr verbindet euch zu einer Flotte. Und die zweite Flotte, das war tatsächlich ein Fehler von mir. Der war schon im Bau. Ja, das lassen wir hier einfach. So, hier, ich würde sagen, wir
müssen hier eindeutig schneller werden. Wir müssen... Hier befinden sich feindliche Flotten, was? Oh, wir haben Planeten vergessen. Eieiei, das ist ja doof. Okay, dann kannst du eigentlich eine Forschungsstation bauen. Okay, dann gehst du danach in die Richtung. Ja, auch das zerfällt wieder zu Staub. Das ist echt mega interessant, das Thema. Hier gibt es, glaube ich, keinen weiteren Planeten, richtig? Nee. Dann müssen wir hier tatsächlich nochmal zurückspringen. Hier haben wir echt einen Planeten vergessen. Ich fasse es nicht. So, nächster Planet. Construction completed. Und sehr schön. Konstruktion abgeschlossen. Grenzaußenposten ist hier fertig. Das bringt uns nur noch nicht allzu viel. Hier werden wir auch eine Sternbasis bauen. Eine Forschung ist abgeschlossen. Und dann die Rumpfstärke der Plattform erhöhen. Das finde ich momentan ganz gut. So, hier sollten jetzt alle Flotten zusammengefügt sein. Und dann werden wir jetzt ins Ziff-System springen. Das dauert hier überall knappe 18 Tage. Sehr schön. Das war's schon? Nein. Ich wollte schon sagen. Construction completed. Our forces are making planet fall. Das war's jetzt aber. Hier gibt es noch ein kleines Aufbäumen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob wir jetzt die Chance haben, ein paar Schiffe zu zerstören. Wir haben eine Forschungsstation. Ein Mutterschiff haben wir zerstört. Okay, das ist ja zumindest schon mal etwas. Auch hier schon wieder nichts. Das ist echt etwas deprimierend. Hier haben wir jetzt eine Defense Fleet. Da springen wir jetzt auch noch rein. Beziehungsweise wir werden als erstes uns hier sammeln und dann reinspringen. Und hier haben wir die Reste und verbleibenden Reste der, ja, Replikatoren wahrscheinlich. Dann können wir das System, ist erforscht, uns hier unten hin bewegen und das System erkunden. Ja, auch das Thema ist wieder zu Staub zerfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann können wir hier weitermachen. Und das Schiff kann eine Sternbasis hier bauen. Du bist dabei, ebenfalls eine Sternbasis zu bauen. Sehr gut. Racket Industries. Seid gegrüßt, Mensch. Eure Credits sind zahlreich und dennoch ist euer Geist leer. Wir spüren es. Wir kommen mit schnellen Händen und tragen viele Waren. Wir sind die Racket Industry Unternehmer, Händler aus Karawanreisenden Koalition. Wir betreten eure Domäne in Frieden, nur um zu kaufen und zu verkaufen. Wir bieten euch gute Angebote, viele Dinge. Wir werden euch erneut kontaktieren, wenn wir geben. Solltet ihr uns rufen, wird die Karawanreisenden Koalition antworten. Ja, wir können mal gerne, wir würden gerne mit euch reden und gute Reise. Was könnt ihr uns denn anbieten? Gebt uns 150 Konsumgüter und der Anführer gehört euch. Nein. Bitte fliegt weiter. Das interessiert uns natürlich, das interessiert uns jetzt wirklich nicht. Aber was wir machen können, wir können einen neuen Reliquienbehälter öffnen und eine mysteriöse Technologie konstruieren. Und die Untersuchung hat unsere Forschung vorangetrieben. Wie toll. Das ist genau das, was ich brauchte. Ja, auf jeden Fall. So, das hatten wir. Und Armeeschaden plus 10%. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Sternbasen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter auf Armeeschaden. Das finde ich hier tatsächlich gar nicht so schlecht. So, hier gibt es einen Grenzaußenposten. Sehr gut. Hier sind wir auch dabei, eine Sternbasis zu bauen. Hier ebenfalls. Sehr schön.
Beziehungsweise hier sind unsere Flotten unterwegs. Du bist unterwegs. Und du bist unterwegs dahin. Du machst das Ganze dort. Sehr schön. Die Flotten haben sich hier gesammelt. Und dann können die vereinten Flotten jetzt nach Endir lang springen. Und wenn wir da durch sind, dann werden wir die letzte große Schlacht im Heimatsternsystem machen. Auch das Thema hat sich erledigt und wir werden jetzt mit all unseren Flotten uns hier sammeln und ebenfalls die erste Föderationsflotte wird sich hier einfinden. Construction completed. Sehr schön. Dann kannst du als nächstes hier hinspringen und ebenfalls einen Sternposten, eine Außenpostenbasis bauen. So, unser Forschungsschiff ist hier unten angekommen. Das ist gut. Das haben wir, Grenzaußenposten. Das System ist unbeansprucht, nicht mehr lange. Ja, genau. Und auch das System wird wieder zerfallen, vermute ich. Auch hier wieder genau das gleiche Thema. Aber wir gehen zum nächsten Planeten, damit wir auch das hier säubern können. Und Ziff, dort können wir noch nicht siedeln. Unsere Schiffe sind unterwegs. Die erste Föderationsflotte ist unterwegs ins Sternsystem. Und wir haben jetzt hier tatsächlich die erste richtig große Schlacht vor uns. Hier sind unheimlich viele Systeme. Wir haben hier eine riesige Militärmacht. Wir haben Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Auf jeden Fall werden wir ziemlich heftige Verluste erleiden. Auch dieser Planet wurde vernichtet. Und wir werden hier nicht weiter abräumen. Wir bringen uns erstmal hier zurück in Sicherheit. Und hier werden wir erstmal nichts weitermachen. Auf jeden Fall, wenn... Genau, sehr schön. Wenn er hier fertig ist, werden wir hier unten uns hinbewegen und die Sternbasis bauen. Hier unten ist ja nichts erforscht tatsächlich. Wie lange braucht er noch? Na, okay, das dauert noch ein bisschen. So. Und ich würde sagen, die letzte große Schlacht in diesem Krieg wird beginnen. Und jetzt müssen wir hier tatsächlich mit dieser riesigen Flotte, das machen wir mal ein bisschen langsamer. Und hier müssen wir jetzt tatsächlich zeitlich sehr gut hinspringen. Also, wir gucken uns das an. 18, 26, 26, 26, 30, 30. So. Das heißt, die Flotte muss 4 Tage warten. Die Flotte muss 4 Tage warten. Dann muss ebenfalls diese Flotte hier 4 Tage warten. So. Und die dritte Flotte, wir merken uns das, die dritte Flotte, die muss 12 Tage warten. Also wenn wir 4 Tage gewartet haben, bleiben noch 8 übrig. So, die dritte Flotte, das ist die, die bleibt erstmal hier. Das heißt 1, 2, 3, 4. Jetzt alles bis auf die dritte Flotte, die vierte Flotte. Wird ebenfalls hier hinspringen. Die dritte Flotte noch nicht. Die zweite Flotte ebenfalls.
Jetzt haben wir die dritte Flotte noch übrig. 27 Tage. 26. Du wirst hier ebenfalls hinspringen. Dann haben wir 27, 26, 27, 26, 26. Das ist sehr gut. Und jetzt werden wir nochmal 8 Tage warten. Ein Tag, zweiter Tag. Jetzt sind die ersten schon reingesprungen. Okay. Dann können wir tatsächlich auch jetzt einfach alle reinspringen lassen. Warum jetzt auf einmal hier so wenig... Haben wir uns hier so verschätzt? Und jetzt kommt die erste große Schlacht. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal tatsächlich aus und gucken uns diese große Schlacht aus der Perspektive unserer Flotte mal an. Das Ende der Desanu. Und ich habe übrigens gerade das falsche Knöpfchen gedrückt. Entschuldigt bitte. Nachdem unsere Streitkräfte die Raumfabrik im Rammas-System zerstört hatten, zerfiel das, was von den gesamten desanurischen Zivilisationen übrig blieb, zu Staub. Es scheint mittlerweile klar zu sein, dass die Desanu eine Art fortschrittliche Nanitenlebensform waren. Archivierte Computerlogs aus dem Wrack der Fabrik brachten etwas Licht in die Sache. Das L-Cluster wurde von einer Zivilisation bewohnt, die sich einmal Desanu nannten. Sie schufen eine neue Generation von Nanomaschinen, die ihnen beim Aufbau des galaktischen Stern-Tor-Netzwerks halfen. Aus unbekannten Gründen riefen die Desanu diese Naniten zum L-Cluster zurück und versuchten sie dort zu deaktivieren. Als sie es fehlschlug, versiegelten sie sich zusammen mit den Naniten im L-Cluster, indem sie die L-Tore deaktivierten. Die Log-Einträge endeten hier, aber es gibt Hinweise darauf, dass danach eine Art gigantischer Machtkampf im Cluster tobte. Vermutlich haben die Naniten diesen gewonnen und schließlich aus irgendeinem Grund die Desanu nachgeahmt. Sie bauten die verlorene desanurische Zivilisation wieder auf und waren anscheinend damit zufrieden, diese Farce auch nach der Wiedereröffnung der L-Tore fortzusetzen. Ja, das ist echt interessant. Sehr, sehr interessant. Gut für uns, dass wir das Terminal Egress System bereits unter unserer Kontrolle haben. So, wir werden natürlich weiter das Ganze erkunden. Unser Schiff ist fertig und wir gehen nach Ziff. Ich glaube, da sind wir schon fertig, nach Rammas, und werden dieses System erkunden. So, das heißt, du wirst hier unten bitte einen Sternposten bauen. Du bist selbiges hier am Machen und die Flotten ziehen wir zurück. Denn wir müssen uns jetzt reparieren. Unser Sterntor ist hier im Bau, beziehungsweise unsere Sternfestung, sehr schön. Und jetzt sollten wir uns mal tatsächlich die Verluste angucken, die wir in unserer Flotte erlitten haben. Und wir haben hier einen Zerstörer erledigt. Wir sind bei 16.000. Ich würde sagen, das verstärken wir alles mal. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus, finde ich. Tatsächlich. Wenn wir hier jetzt weiter runtergehen können, können wir hier einen weitersetzen? Ja, sehr schön. Ich würde sagen, so machen wir das. Und dann machen wir die erste und die zweite, fassen wir in eine Flotte zusammen und dann haben wir auch das Thema hier erledigt. Sehr schön. Und auch hier haben wir jetzt tatsächlich eine Menge Naniten und alles. Das ist schon ziemlich schick, muss ich sagen. Und die Kuratoren, wir möchten das gerne fortführen. Okay. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Naniten zu zerstören.
und einen, wie ich finde, grandiosen Sieg vor uns gehabt. Und den werden wir beim nächsten Mal mal gucken, entsprechend feiern. Auf jeden Fall werden wir hier unsere Sachen weiter ausbauen. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht auf der Erde ein kleines Fest abhalten können. Das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Also, denkt dran, abonnieren und Like nicht vergessen, wenn es euch gefällt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.